So, Leute, wir starten gerade aus dem Pressezentrum zum sonntäglichen Messe-Run. Und ja, da nehme ich euch auch wieder mit. Auch wenn wir mittlerweile schon ein bisschen K.O. sind. Aber es wird bestimmt noch mal ein ganz, ganz lustiger Tag. Und da, die Olga ist auch dabei. Die wird zwar nicht ganz so, ganz so gefüttert, wird sie nicht, wie in Frankfurt. Aber ich befürchte mehr, als wie ich jetzt mir immer noch so vornehme. Weil ich habe eigentlich gedacht, ich bremse heute ein bisschen ein. Weil mein Koffer ist schon ziemlich voll. Und jetzt muss ich noch den Trolley hier ein bisschen füllen, aber ganz so viel wird es nicht werden. Denke ich, hoffe ich. Ja, Leute, ihr seht ja mal wieder der Ansturm auf die Halle 1. Da müssen wir uns jetzt durchwühlen, denn wir wollen zu Halle 2. Hölle 2. Nicht Hölle 1. Ja, ich glaube, wir gehen lieber mal über die Halle 3 rüber. Da ist nämlich kein Durchkommen. Ja, sind wir da voll am Durchrennen. Ja, ich weiß nicht, wie das immer geht. Das ist so schnell, schon wieder so voll, kurz nach Öffnung der Pforten. So. Faszinierend. So, Leute, wir gehen jetzt mal zu einer Lesung von dem Buch Hexenherz von Monika Lörch, ne? Aus dem Akabus Verlag. Genau. Ja. Und ich habe schon schreckliche Dinge von der Steffi über dieses Buch gehört. Nee, das ist scheinbar eine Welt, eine matriarchalische Hexenwelt, in der ja, Männer so als Sexobjekt nur gelten. Im Prinzip unsere Welt bloß als ja, in der umgekehrten Version. Und Frauen haben eben magische Kräfte, so wie sich das anhört. Ich bin jetzt mal gespannt. Das ist auf jeden Fall sehr interessanter Geschichtenansatz für die Story. Gucken wir mal. Und jetzt fängt es auch schon an. Ein Mann schreit, dann nur noch Wimmern. Dazwischen laute aggressive Stimmen, die dem Ton nach Fragen stellen. Fragen, von denen ich weiß, dass der Mann sie ebenso wenig verstehen kann wie ich. Sie wechseln in seine Sprache, aber die Fragen bleiben unverständlich. Der Mann war sein Leben lang Förster, hat sich zusätzlich ein bisschen was mit seiner Geige dazu verdient. Er war zu keiner Zeit Staatsangestellter und das Recht kein Spion. Sie glauben ihm nicht. Der Mann schreit wieder. Fast gegen meinen Willen gehe ich in Richtung des Zeltes, in dem sie ihn festhalten und befragen. Wieder ein Schrei, der abbricht und in ein Wimmern übergeht. Als ich die Zeltlage zurückschlage und das Innere betrete, schaut der Mann zu mir auf. Er liegt auf dem Boden, doch als er mich erkennt, findet er die Kraft aufzustehen und seine Hände flehend nach mir auszustrecken. Hilf mir, Kolja, röchelt er und weint Tränen aus Blut. Ich erwache von meinem eigenen Schreien. Kolja, alles in Ordnung? Obwohl mein Herz rast und meine Nachtsachen klatschen, das an mir kleben, muss ich lächeln. Meine Mutter mag eine Menge verloren haben, nicht aber ihren Kampfgeist. In jeder Hand ein Messer schaut sie sich misstrauisch in meinem Zimmer um. Bereit, jede Gefahr für mich bis aufs Blut zu bekämpfen. Allein ihr Anblick lässt mein Herz wieder langsam zur Ruhe kommen. Solange meine Mutter in meiner Nähe ist, droht mir keine Gefahr. Bei dieser Mutter handelt es sich jetzt nicht um Koljas leibliche Mutter, sondern um seine Adoptivmutter, die er Mutter nennt. Es geht mir gut, bringe ich schließlich hervor. Es war nur ein Albtraum.
Innerhalb eines Wimpernschlages lässt Mama ihre Messer verschwinden. Wüsste ich es nicht besser, ich würde sagen, dass Magie im Spiel ist. Ging es wieder um deinen Vater? Fragt sie. Mama kann Menschen lesen wie keine zweite. Wie oft schon habe ich mir gewünscht, sie wäre normaler. Doch was ist schon normal? Ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der die Frauen den Männern untertan sind. Hier im Goldenen Hexenreich ist das undenkbar. Ich war der Stolz meines Vaters, der Stammhalter und sollte eines Tages meinen Platz in Opas Geschäft einnehmen. Es war mir damals nicht klar, aber ich wollte hoch hinaus. Hier dagegen bin ich weniger als nichts. Ein Junge nur, schwach geboren und von der Göttin dazu verdammt, ohne Magie zu sein. Cool, ja? Ich nicke. Ich sehe den Kummer in Mamas Augen, aber auch ihren Stolz, dass ich ihr nichts vormache. Sie setzt sich zu mir aufs Bett und streicht mir eine schweißnasse Strähne aus dem Gesicht. Du solltest dir etwas Trockenes anziehen, Kolja, sagt sie und runzelt die Stirn. Ich möchte nicht, dass du krank wirst, jetzt, da Frau Dr. Novacek keine Magie mehr hat. Gute Heilmagie ist selten. Und die Goldene Frau, die oberste und mächtigste Hexe des Goldenen Reiches, hat unserem Dorf noch keine neue Ärztin zugewiesen. Selbst ich kann eine einfache Erkältung heilen, grummele ich. Im Gegensatz zu Mama bin ich in einem Land ohne Magie aufgewachsen. Und was ihr absurd erscheint, ist für mich noch immer normal. Ich schließe kurz die Augen und überlege, wie sich die Aussage des großen moldawischen Werkverses auch auf Deutsch reimen lässt. Jung, süß, Kamille, Sonnenhut, tun bei Kältehut. Ich hab's geschafft, Mama lacht. Der Rhythmus ist grauselig, sagt sie. Aber immerhin haben sie euch Jungs da drüben auch etwas Sinnvolles beigebracht. Sie runzelt die Stirn. Vielleicht wäre es gar nicht mal verkehrt, das auch hier zu tun. Eine Schule für Jungs. Sie schüttelt den Kopf. Das klingt irgendwie absurd. So, Kolja, und jetzt sieh endlich zu, dass du trockene Sachen anbekommst. Und dann wird geschlafen. Keine Widerrede. Sie schaut aus dem Fenster. Kein Wunder, dass du Albträume hast. Die Mondin ist voll heute Nacht. In einer solchen Nacht schenkt uns die Göttin Träume, die uns klar bringen sollen. Ich tue so, als würde ich erschaudern. Mama lächelt und nimmt mich in den Arm. Sie riecht nach Bettwärme und Geborgenheit. Dann steht sie auf. Ich hole noch frisches Bettzeug. Soll ich dir dann helfen oder... Ich schaffe das schon. Mama nickt und geht dann, ohne ein weiteres Wort über meine eingenässte Decke zu verlieren. Dafür liebe ich sie. Und morgen werde ich sie fragen, ob sie während der Folter meines Vaters etwas Nützliches erfahren hat. Kolias Adoptivmutter hat seinen Vater nicht gefoltert, das muss ich klarstellen, aber sie war dabei, als er etwas gemeiner befragt wurde. Wenn ein Mann ins Goldene Hexenreich kommt, besteht erstmal der Generalverdacht, dass er ein Spion ist. Kolja überlegt jetzt also, er ist mittlerweile 14 Jahre alt und möchte seinen Vater wiederfinden. Jetzt ist es aber so, dass er keine guten Chancen hat, weil er ja nur ein Junge ist und in dieser Welt nichts zählt. Also hat er einen Plan gemacht. Nein. Mama schüttelt den Kopf. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, Mama, sage ich. Das ist genau das, was ich vorhabe. Ich werde mich als Hexe ausgeben. Bist du verrückt geworden? Mama lässt meine Hände los, springt auf und beginnt in der Küche hin und her zu gehen. Ein Junge, der sich als Frau verkleidet, hast du sie nicht mehr alle? Wie soll das gehen? Sie hält kurz inne, um mich zu mustern. Die Äußerlichkeiten sind Schnickschnack, das wäre ja noch machbar, aber der Rest? Kurz scheint es, als hätte sich Mama beruhigt. Aber da ich sie kenne, weiß ich, dass das noch nicht alles gewesen ist. Sie lacht. Hast du eigentlich schon mal was von Magie gehört? Du weißt schon, jene Fähigkeit, über die nach dem Willen der Göttin nur Frauen verfügen, wie willst du die vortäuschen? Mama staunt mich herausfordernd an. Doch ich begehe nicht den Fehler, ihren Vortrag zu unterbrechen. Ich werde mich als Frau verkleiden, sage ich fest. Und du wirst mir dabei helfen. Ich? Mama schnaubt. Wie soll ich dir dabei helfen können? Ich weiß ja nicht, ob du es vergessen hast, aber die Goldene Frau hat mir meine Magie weggenommen. Schnell rede ich weiter. Meinst du nicht, dass ich an alles gedacht habe? Ich denke, dass du den Verstand verloren hast, schimpft Mama. Ein Junge, der sich als Frau ausgibt, das habe ich ja noch nie gehört. Wie zu den sieben Finsterhexen willst du das anstellen? Jetzt, da ich den ersten Schritt gemacht und Mama von meinem Vorhaben erzählt habe, spüre ich die Aufregung, wie winzige Ameisen durch meine Adern krabbeln. Es geht, Mama.
Nur weil es noch keiner gemacht hat, bedeutet es nicht, dass das unmöglich ist. Mama will etwas sagen, aber ich fahre schnell dazwischen. Pass auf, ich werde mir so ein Oberteil-Ding nehmen, das ich mit 10 Kilo Wolle vollstopfe. Besser nur mit einem Kilo, du bist zu zierlich für Riesen, kommentiert Mama. Außerdem ist Watte das völlig falsche Material. Viel zu leicht und viel zu weich. In diesem Moment weiß ich, dass ich sie auf meiner Seite habe. Alles klar, Mama, wir können ja verschiedene Sachen ausprobieren. Außerdem bräuchte ich Unterhosen aus steifem Leder, um gewisse Formen zu verbergen. Schon klar. Mama seufzt. Das ist ja alles gut und schön, Kolja. Und ich denke auch, dass wir das äußerlich hinbekommen. Dass du drüben im großen moldawischen Reich aufgewachsen bist, ist von Vorteil. Tief in deinem Inneren hältst du noch immer die Männer für das herrschende Geschlecht und bist daher nicht so sanft und zurückhaltend, wie es sich eigentlich für einen Mann gehört. Ich kann dich lehren, dich zu verstellen, ein Lügennetz zu entwerfen. Ich kann dir beibringen, einer Folter zu widerstehen oder selbst eine Befragung durchzuführen. Aber nie und nimmer wirst du dich über einen längeren Zeitraum als Frau ausgeben können. Denn was dir kein Mensch auf der Göttin Erdboden geben kann, ist Magie. Ich bin ganz ruhig. Oh doch, Mama, du kannst es. Tatsächlich schafft es Kolja, sich Magie zu beschaffen. Und seine Mutter hilft ihm, sich zu verkleiden. Und jetzt ist langsam die Zeit des Abschieds gekommen. Kolja möchte in die Hauptstadt aufbrechen, um etwas über seinen Vater herauszufinden, um herauszufinden, welchem Gefängnis sein Vater ist und um ihn zu befreien. Und unterbewusst möchte Kolja auch seine biologische Mutter finden, die ihn einfach im Stich gelassen hat. Es ist jetzt gerade Nacht und Kolja hat wieder schlecht geschlafen und geht jetzt zu seiner Mutter. Was passiert dann? Bist du dafür nicht langsam zu alt? Krummelt Mama und hebt die Bettdecke. Ich weiß, dass sie nichts dagegen hat, dass ich noch immer ab und zu ihr ins Bett krieche. Sie weiß um meine Albträume, wie ich um ihre. Manchmal kommt sie nachts in mein Zimmer und setzt sich eine Weile an mein Bett. Dann weiß ich, dass sie auch wieder schlecht geträumt hat. Wir reden nie darüber, wozu auch. Wir wissen, was der jeweils andere durchgemacht hat. Vieles davon haben wir gemeinsam erlebt. Ich kuschele mich unter Mamas Decke, hülle mich in ihre Bettwärme und atme ihren ganz speziellen Mama-Geruch ein. Gegen meinen Willen steigen mir schmerzhafte Tränen in die Augen und ich spüre, wie meinem Hals ein Kloß wächst. Ich schlucke. Mamas tastende Hand findet meine. Ach, Kolja. Mit der linken wische ich mit Tränen von der Wange, bevor sie mein Ohr fließt. Sie hat mich einfach so verlassen, Mama. Ich weiß. Eine Frage, die mir auf der Seele liegt, seit ich denken kann, bahnt sich ihren Weg empor. Denkst du, meine biologische Mutter hätte mich mehr geliebt, wenn ich ein Mädchen wäre? Ich weiß es nicht, aber es spielt auch keine Rolle, mein Schatz. Du bist was und wer du bist und genau so hätte sie dich lieben sollen. Ich ziehe meine Hand weg und verschränke die Arme. Ich will nicht weinen. Tief in mir drin weiß ich, dass es meine Schuld ist. Irgendwie, dass ich zu faul, zu dumm, zu irgendwas bin. Ich meine, wenn einem nicht mal die eigene Mutter liebt, dann muss doch etwas mit einem nicht stimmen, oder? Dann muss man doch irgendwie verkehrt sein, oder? Kolja! Mamas Stimme durchdringt meine finsteren Gedanken. Sie greift wieder nach mir und die warme Stärke ihrer Hand gibt mir Halt. Kolja, erinnerst du dich noch an die Hündin von Frau Enzia? Ja? Wie könnte ich auch nicht? Wochenlang hatten wir uns angehört, wie die junge Sennenhündin in ihrem Verschlag vor Kummer und Einsamkeit gejault hat. Stundenlang. Und viele von uns hatten Frau Enzia darauf angesprochen und die Hündin nachts heimlich mit Wasser, Fleisch und Streicheleinheiten versorgt. Doch Frau Enzian kannte kein Einsehen. Als meine Oma dann sah, wie sie die Hündin sogar schlug, klagte sie Frau Enzian offiziell bei der Stadtoberin an. Die Hündin wurde ihr weggenommen und einem großherzigen Mann namens Günther anvertraut, der für seine Tierliebe bekannt ist. Doch anstatt glücklich zu sein, büchste die Hündin immer wieder aus und lief zurück zum Haus ihrer ersten Herrin. Dort harrte sie stundenlang vor der Tür aus und wedelte vor Freude mit dem Schwanz, wenn Frau Enzian nach Hause kam. Ich erinnere mich noch, wie abfällig ich damals über die Hündin und ihre Dummheit gedacht hatte. Mama, denkst du etwa, ich bin wie Senta, genauso dumm und dämlich und blind? Aber nicht doch. Mama streicht mir über die Wange. Du bist nicht dumm, mein Schatz. Glaub das niemals. Was ich dir damit sagen will, ist, dass wir manchmal lieben, wen wir lieben. Auch wenn derjenige unsere Liebe nicht verdient hat. Dass wir manchmal Gefangene unseres eigenen Gefallenwollens sind. Diese Lehre kannst du aus der Geschichte ziehen. Was ist eigentlich aus Senta geworden? Aus Senta?
Mama schaut aus dem Fenster und seufzt. Die ist irgendwann gestorben, an gebrochenem Herzen. Schätze, das kann hinkommen. Dass Hündinnen an gebrochenem Herzen sterben? Ich lache, das habe ich ja noch nie gehört. Dann halt die Klappe, wenn du keine Ahnung hast, zischt Mama und lässt meine Hand los. Red dich so einen Stuss daher, wenn du es nicht besser weißt. Mach gefälligst die Augen auf, wenn du der Schöpfung der Göttin begegnest. Hast du schon einmal einen Hund im Schlaf beobachtet? Sie träumen, genau wie wir. Und ein Wesen, das träumen kann, das so loyal sein kann und so treu wie kaum ein Mensch. Glaubst du wirklich, dass so ein Geschöpf keine Seele hat? Den Rüffel habe ich verdient. Aber wenigstens heule ich jetzt nicht mehr. Ich setze mich auf und lehne meinen Kopf an Mamas Schulter. Tut mir leid, Mama, du hast recht. Das habe ich meistens. Mama, du denkst also, ich wäre ein Hund? Nein, Kolja, aber manche Menschen sind das tatsächlich. Und eines darfst du nie vergessen. Du bist ein Mensch und du allein entscheidest, ob dich ein anderer zu deinem Hund macht. Wieder wird meine Kehle eng. Wie konnte sie mich einfach so zurücklassen, Mama? Sie ist doch meine Mutter, sie muss mich doch lieb haben. Warum hat sie mich nicht lieb? Ich weiß es nicht, mein Schatz. Mama hält mich, bis keine Tränen mehr kommen. Am nächsten Morgen breche ich auf. Kolja macht sich jetzt auf den Weg zu Verbündeten, die ihn in die Hauptstadt schleusen, als Frau verkleidet. Und er bekommt dann auch Magie durch ominöse Umstände und kann die auch benutzen. Also er ist jetzt optisch eine Frau, hat seine Spezialunterwäsche an, was ihn ziemlich irritiert. Er ist 14, er ist auch mittendrin in der Pubertät und es ist echt nicht einfach. Der ist ja traumatisiert, pubertiert und er hat jetzt eine Stelle angenommen. Und zwar verhält es sich so mit der Magie der Frauen. Eine Frau kann machen, was sie möchte, aber eine Woche im Monat muss sich diese Magie erneuern. Und in dieser Zeit sind Frauen schwach wie Männer. Und die Frauen, die es sich leisten können, kaufen sich in ein Refugium ein, wo sie diese Woche verbringen und beschützt werden. Da hat er jetzt eine Stelle angenommen und hat gerade Nachtschicht im Gemeinschaftsraum. Na, ihr alten Säuferinnen, wer hat mich vermisst? Alle drehen sich zu der Gestalt in der Tür. Und auch ich kann nicht verhindern, sie anzustarren. Nichts auf der Göttin Erdboden hat mich auf den Anblick vorbereitet, der sich mir hier und jetzt bietet. Dort steht die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Ihre Figur ist makellos, ihre Gesichtszüge so ebenmäßig, als wäre sie die Göttin persönlich. Im Gegensatz zu allen anderen Frauen hat sie lange Haare, die bis zur Hüfte reichen und wie Gold strahlen. Sie sieht aus wie eine Märchenprinzessin. Moja, Mund zu! Meine Kollegin stößt mir in die Rippen. Ich beobachte, wie die Frau mit wenigen kraftvollen Schritten den Raum durchwandert. Immer wieder die Hand zum Gruß hebt und anderen Frauen zunickt. Dann kommt sie zu meinem Entsetzen auf uns zu. Als sie vor mir stehen bleibt, kann ich keinen einzigen Muskel bewegen. Ihre Augen sind von einem alles durchdringenden Blau und erinnern mich, wo ich diese Frau berückender Schönheit schon einmal gesehen habe. Im Gericht der goldenen Frau. Du da, Kleine, sagt sie, bring mir mal ein anständiges Bier und irgendwas mit Fleisch und zwar Dalli. Sie geht zu einer Gruppe Frauen im hinteren Bereich des Raumes und würdig mich keines Blickes mehr. Moja, zischt meine Kollegin erneut. Los doch, du hast doch gehört, was Heidrun gesagt hat. Heidrun? Es ist, als hätte sie meine Ohrfeige gegeben. Natürlich, die schöne Heidrun. Antonia nickt. Heidrun vom Borgenreich, genau. Du kennst also ihren Spitznamen? Wilder Hass beschleunigt meinen Pulsschlag und mein Wissen verwandelt Heidruns Schönheit in das Antlitz eines Dämons. Heidrun vom Borgenreich. Als zweite der goldenen Garde ist Frau von Borgentreich eine der mächtigsten Frauen im ganzen Reich. Ihre Honigmagie ist laut Mama legendär und einzigartig. Ich kann mir zwar nicht so recht vorstellen, wie das funktionieren soll, aber wenn Mama Respekt vor einer Magie hat, sagt es eigentlich schon alles. Mama hat mir nicht am Stück erzählt, was damals alles hier in Annaburg passiert ist. Sie redet nicht gern darüber. Fest steht jedoch, dass Heidrun Mama damals mit Hilfe einer Verräterin verhaftet und viele der Rebellen getötet hat. Menschen, die meine Freunde waren. Ihre Gesichter erscheinen vor meinem inneren Auge und ich spüre, wie der Eis und Feuer durch meine Adern jagen. Plötzlich formt sich aus meiner Wut ein Gedanke. Ich könnte Heidrun töten. Behutsam hebe ich eine Hand und lasse Bier aus dem Zapfhahn hinter mir in ein frisches Glas laufen. Dann lasse ich es zu Heidrun hinüberschweben. Ich beobachte, wie sie danach greift. Als sie sich wieder mit dem Rücken zu mir dreht, stelle ich mir die Vorfreude in ihrem Gesicht vor.
Warum soll sie es nicht gut gehen lassen, wenn meine Mutter so oft weinen muss? Ich werde sie töten, hier und jetzt. Fast hätte ich aufgelacht, so irrsinnig erscheint es mir, aber es ist wahr. Wenn Heidrun hier im Refugium ist, bedeutet das, dass sie derzeit keine Magie hat. Ich aber schon. Ich weiß nicht, ob ich Papa je finden werde, aber hier und jetzt kann ich eines tun. Meine Mama rechnen. Ich bewege leicht die Finger, vergewissere mich, dass die Eismagie da ist, wo ich sie benötige. Zuerst, überlege ich, könnte ich ihre Augen attackieren. Blind würde sie sicher schnell in Panik verfallen. Und selbst wenn sie durch ein Wunderbar leben sollte, wäre sie für immer blind. Ich werde ihr einen winzig kleinen Wassertropfen, die perfekt geschwungene Kurve ihres Auges heruntertropfen lassen. Sie wird sich erschrecken und instinktiv zu mir umdrehen. Und dann werde ich Eis in die Augen jagen. Und dann wird sie für das büßen, was die Mama angetan hat. An meinem rechten Zeigefinger sammelt sich ein eisiger Tropfen, wunderschön und kristallklar. Große Göttin, siehst du das? Und bist du auf meiner Seite? Und wenn nicht, ist egal. Ich hebe die Hand und atme noch einmal tief durch. Dann lasse ich den Tropfen los. So, und wie das weitergeht, ob er halt umbringt oder was auch immer, das erfahrt ihr in dem Buch. Ja, tolles Buch. Das kaufen, das kaufen. Dankeschön. Um den abendlichen Ritual als Klaus Jäger bereits zum zweiten Mal der schwere Science-Fiction-Roman auf die Brille und damit auch auf sein Gesicht gefallen war, legte er das Buch zur Seite, brachte seine Lesehilfe in Sicherheit und knipste seine Tischlampe aus. Helen las zu wiederholten Male ein und denselben Satz. Jo Leute, ich bin mal, wie soll es auch anders sein, beim Sternensand Verlag gelandet. Ja, und da signiert gerade Jamie Adula. Und das nehmen wir uns jetzt gleich mal mit. Und ja, ich hoffe, nach der Signierstunde hat der Jamie vielleicht nochmal ganz kurz Zeit, ein paar Worte zu seinem Buch zu sagen. Ihr werdet es gleich sehen. Dankeschön. So. Schaut euch dieses wunderschöne Cover an. Düster schön. Ne? So geil. Ein Goodiebag dazu. Oh, dankeschön. Ich stehe schon mal bereit. Hier haben wir die Autorin mit ihren wundervollen Werken. Danke auch. Sind sie nicht Zucker? Ja. Oh. Also müsst ihr unbedingt lesen. Das ist so, so tolle Bücher. Ja, wirklich sehr lustige Bücher. Die Hauptperson ist nach 10 Seiten tot. Aber das ist ja auch genau das Besondere an der Geschichte. Denn die Protagonistin, die wird eben zu einer Banshee. Ja. So ist es. Jetzt wollen wir die Banshee nochmal aufbauen. Ja. Ach, ist dein Platz. Ja. Tschüss. Ja, natürlich. Ich bin noch ein bisschen hier. Und falls ihr nicht wisst, was ein Banshee ist, googelt es mal. Das ist nämlich so eine Art Schutzgeist, der die Familie Harrowmore beschützt und warnt, ja, wenn irgendwas Schlimmes passiert, denn die sind alle ziemlich schusselig und bringen sich allpott in Lebensgefahr und da werden sie immer von ihrer Banshee ja, beschützt. Sehr coole Geschichte.
Wohnzimmer steht das Werk von der Lisa Grimm, a.k.a. Jennifer Jäger, direkt neben Markus Heitz und Ransom Rex. Ja. Macht sich gut. Macht sich gut dazwischen. Ich bin gerade auf dem Weg von Drömerknaue zum Fischer von Halle 3 und Halle 4. Da kommen wir hier durch den großen Eingang hier vorbei. Ja, liebe Britta, scheinbar sind nicht mehr genügend Bücher von Blackwood da. Da mussten wir, glaube ich, dieses Regal ein bisschen auffüllen mit ein paar anderen Werken des Verlags. Ja, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Und so ein Sonntagsvideo ohne Blackwood, das geht ja nicht. Schaut euch noch mal dieses Wahnsinns-Cover an. Wunderschön. Ja, ich habe euch gefunden. Und Anni Silva ist auch da. Hallo. Siehst du? Jo, wie geht's dir? Super. Ich komme jetzt nach dem Gang von Arno Strobel. Der sitzt da schon. Und es geht voran. Nicht so schlimm wie die Schlange vom Fitzek. Ja. Fitzek ist halt immer Next Level Signierstundenschlange. Die Schlange gibt es auf die Straße, wir haben es gesehen. What the fuck? Aber da musste ich entgehen. Ich habe mir nur ein Buch da beim Drömerknauer geholt. Ja, da war ich auch gerade. Ach, Drömer, hast du nicht gesehen? Ich war Drömerknauer, dann jetzt der Halle 4, nochmal beim Fischer. Mal geschaut, wie viel von der Britta Sabak ihrem Buch noch da sind. 4 Exemplare, dann ist ausverkauft. Von Blackwood. Ja. Komisch, dass wir uns nicht getroffen haben, von da kommen wir eigentlich auch. Ja, aber am Rennen. Und die Steffi, Silvia und der Martin sind beim Sternensandverlag. Ja. Ja, ich liebe Stefanie, falls du das nur siehst. Schade, ganz liebe Besserungsgrüße nachträglich. Ich hoffe, dir geht es wieder besser, wenn du das siehst. Schade, dass du krank wurdest. Ich habe mich so auf die Lesung gefreut und naja, ich denke mal, die Fanny, die macht das in Vertretung für dich bestimmt als Sprecherin sehr gut. Ich freue mich auf die Lesung von Sunny. Das wird bestimmt gleich richtig cool. Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in Frankfurt auf der Buchmesse. Welche Bücher musst du? Der erste ist der Linnerne. Aber die ist nicht da, oder? Doch, die war da. Die Miriam gerade machen, die also war gerade da. Ich weiß, da. Dass sie 13:30 Uhr nach Malibu eine Lesung hat. Ich weiß aber nicht, ob sie wieder herkommt. Bei ihrem anderen Verlag, in dem sie nämlich Krimis verlegt. Ihr habt es wahrscheinlich in meinem Samstagsvideo schon gesehen, denn da war ich bei dem Verlag. Und ja, nachher hat sie eben da drüben in der Halle 5 um 13:30 Uhr oder irgendwie so, glaube ich, eben eine Lesung. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir da auch noch gut vorbeischauen. Die Wolken sehen aus wie Wattebällchen. Ich stelle mir vor, wie ein Riese sie mit Klebstoff bestrichen und dann an das Firmament gedrückt hat. Ganz willkürlich, nach Lust und Laune. Aber trotz dieser gefühllosen Behandlung ist der Anblick atemberaubend schön.
Theo deutet mit dem Finger auf ein besonders fluffiges Exemplar. Das sieht aus wie ein Wolfsspitz. Du weißt schon, diese flauschige Hunderasse mit den spitzen Ohren. Ein Lächeln zieht an meinen Lippen. Du hast recht, stimme ich zu. Wir liegen im Central Park Seite an Seite auf der Wiese und schauen seit über einer halben Stunde gemeinsam in den Himmel. Ich hätte mich eigentlich schon längst auf den Heimweg machen sollen, aber ich habe keine Lust auf Chloes Geschrei. Meine Schwester ist zwar schon 8 Jahre alt, verhält sich allerdings wie ein Kleinkind. Sobald etwas nicht nach ihrem Willen verläuft, bekommt sie einen Heulkrampf, wirft sich auf den Boden und weigert sich, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Meiner Meinung nach verwöhnen meine Eltern sie zu sehr. Mag sein, dass sie das Nesthäkchen ist, aber das bedeutet nicht, dass sie alles kriegen sollte, was sie will. Woran denkst du gerade? Theo stützt sich auf seine Ellenbogen und sieht mich neugierig an. Kein Junge hat mich je mit einem solch intensiven Blick gemustert. Theos Interesse an meinem Leben, meinen Gedanken und meinen Gefühlen ist echt. Daran habe ich noch nie gezweifelt. Doch ist es tatsächlich mehr als das? Mehr als reine Neugier oder mehr als Freundschaft? An meine nervige Schwester erwidere ich schnaubend, nur um gleich darauf zu grinsen. Letzte Woche hat sie Lukas mit Kartoffelbrei beworfen, weil er es nicht hat von seinem Wein probieren lassen. Theo wirft den Kopf in den Nacken und lacht aus vollem Hals. Mit einem Grinsen betrachte ich sein vom Wind zerzaustes dunkelbraunes Haar, das Grübchen an seinem Kinn und die langen dichten Wimpern, die ihre Schatten auf seine Wangen werfen. Mein bester Freund ist eine natürliche Schönheit. Anders als die meisten unserer Mitschüler, die alle eine kühle, geradlinige Perfektion an sich haben. Allerdings könnte ich mir seine warme Aura auch einbilden, weil ich ihn schon so lange kenne und sein Charakter einfach wunderschön ist. Nachdem Theo seine Lachsalve beendet hat und wieder auf dem Rücken im Gras liegt, wischt er sich die Tränen aus den Augenwinkeln. Ich gehe mal davon aus, dass die Prinzessin keine Strafe bekommen hat. Ich verdrehe die Augen. Was ist das denn für eine Frage? Ich hätte mich gewundert, wenn Chloe für ihre Treffsicherheit nicht noch gelobt werden würde. Ich weiß noch, wie du in ihrem Alter immer alles bekommen hast, was du wolltest. Stichelt Theo und piekt mich in die Seite. Empört setze ich mich auf und funkle ihn von oben herab an. Das stimmt doch gar nicht. Viel zu provokant hebt er eine seiner geraden Brauen und sieht mich mit diesem nervigen »Das glaubst du doch selbst nicht« Blick an. Wenn er nicht mein bester Freund wäre, seit ich denken kann, hätte ich ihm jetzt eine gescheuert. Und zwar ordentlich. Ich war nie so wie Chloe, beharre ich. Denn sie ist fordernd, undankbar, manipulativ und... Na schön, vielleicht war ich früher so, aber ich bin reifer geworden. Und außerdem bin ich unwichtig, seit die kleine Prinzessin das Zepter in der Hand hat. Theo nimmt die Spitze einer meiner kastanienbraunen Haarsträhnen, die der Wind nach vorn wirbelt, zwischen die Finger und dreht sie grinsend. Wenn du das sagst... Ich weiß sehr wohl, dass er mich nur ärgert, aber in dieser Sekunde verfliegt meine gute Laune und ich sperre mich gegen seine Neckerei. Wenn er sich über jemanden lustig machen will, soll er sich gefälligst ein anderes Opfer suchen. Ich muss los, erkläre ich unvermittelt und stehe auf. Meine Reaktion ist irrational und überzogen, das weiß ich. Doch in letzter Zeit wird mir immer einmal zu oft von den unterschiedlichsten Leuten weisgemacht, wie perfekt wir zueinander passen. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Von Menschen, die unsere Freundschaft nichts angeht. Und dass Theo mich so verdammt gut kennt, bestätigt auch noch, was sie behaupten. Hastig klopfe ich ein paar Grashalme von meiner Hose und flüchte irgendwie von mir selbst. Warte, Sunny, ich habe es doch nicht so gemeint. Theo springt ebenfalls auf die Beine und eilt mir hinterher. Das war doch nur ein Scherz. Du weißt doch, dass ich dich niemals mit deiner zickigen Schwester vergleichen würde. Anstatt ihm zuzuhören, werde ich schneller. Jetzt bleib doch bitte stehen. Ein weiterer großer Schritt und schon hat er seine langen Finger um meinen Oberarm geschlungen.
Mit verbissener Miene drehe ich mich zu ihm um. Lass mich los, Theo! Er reagiert sofort und gibt meinen Arm frei. Doch anstelle seiner kräftigen Hände hält mich nun sein Blick gefangen. Ich seufze. Das mit dem Hundeblick zieht bei mir nicht. Entschlossen verschränke ich die Arme vor der Brust. Theo schiebt sich näher an mich heran und fängt an dem Saum meines T-Shirts zu zupfen. Als seine Fingerkuppe dabei meine nackte Haut berührt, halte ich die Luft an. Sein Grinsen unterdrückend steht der Blödmann da und weiß ganz genau, dass ich kurz davor bin, ihm zu verzeihen. Als sich ein Lächeln auf seine hübschen Lippen ausbreitet und er endlich meine Klamotten in Ruhe lässt, boxe ich ihm gegen die Schulter. Manchmal bist du unausstehlich. Und dafür liebst du mich, fügt er arrogant hinzu. Womöglich sollte ich irgendwann ehrlich zu ihm sein. Darüber, dass ich verunsichert bin, in welche Richtung sich unsere Freundschaft entwickelt, dass ich meine eigenen Gefühle nicht kenne und dass ich emotional gesehen ein wenig verkorkst bin. Doch heute ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür, wenn er überhaupt existiert. Ich hebe mahnend den Zeigefinger und schnippe Theo anschließend gegen die Stirn. Treib es nicht zu weit, schiebe ich meine Gedanken fort, bevor ich ihn doch stehen lasse und nach Hause gehe. Geoffrey hat ihr den Kopf abgerissen, mit Sicherheit. Das ohrenbetäubende Kreischen meiner kleinen Schwester begrüßt mich, kaum dass ich unser Apartment betrete. Er hat sie kaputt gemacht, jammert Chloe, die gleich darauf in unserem breiten Flur erscheint, weil sie wie ein Magnet vom Klicken der Wohnungstür angezogen wird. Sie taucht wirklich immer auf, um zu sehen, wer gekommen ist. Kaum erblicken ihre sonnengelben Augen mich, zieht sie eine Schnute, die Mitleid erregen soll, rennt auf mich zu und nörgelt: Sunny, Geoffrey hat meine Puppe kaputt gemacht! Dabei streckt sie mir ihre Hände entgegen. In ihrer rechten befindet sich ein Puppenkörper und in der linken der dazu passende Kopf. Von dem Theater meiner Schwester lasse ich mich schon lange nicht mehr beeindrucken. In aller Seelenruhe streife ich meine Schuhe von den Füßen, stelle sie in den Schuhschrank und frage kühl: Und warum hat er das gemacht? Hast du ihn geärgert? Als Chloe ihre Lippen aufeinander presst, muss ich beinahe lachen. Natürlich hat ihr großer Bruder ihr Spielzeug nicht grundlos zerstört. Wahrscheinlich ist ihm einfach eine Sicherung durchgebrannt oder der Geduldsfaden gerissen. Als der Kleinen klar wird, dass sie von mir keine Unterstützung bekommen wird, wirbelt sie herum, hastet ins Wohnzimmer und macht dort mit ihrer Show weiter. Ich bin sicher, unsere Eltern interessieren sich aufrichtig für ihre Probleme. Statt ihr zu folgen, werfe ich ein einfaches Hallo in den Raum mit der kirschroten Satin-Couch, der gläsernen Fensterfront und dem teuren Unterhaltungssystem und gehe weiter. Ich schließe die Tür in meinem Zimmer und lehne mich gegen das feuerfeste Holzimitat. In letzter Zeit fällt es mir immer schwerer, ein Teil dieser Familie zu sein. Vielleicht liegt es daran, dass ich in wenigen Wochen 18 werde oder daran, dass sich niemand für den anderen interessiert. Mit Chloe habe ich nichts gemeinsam. Geoffrey verkriecht sich den ganzen Tag in seinem Virtual Reality Game. Und meine Eltern sind abwesend, selbst wenn sie hier sind. Auch am heutigen Ruhetag, wo wir alle frei haben, zu Hause sind und etwas unternehmen könnten, verspüre ich nicht das geringste Bedürfnis danach. Ist es normal, dass wir uns auseinanderleben? Vermutlich. Seufzend glaube ich das Inquart, das ich niemals am Körper trage, um grundsätzlich nicht erreichbar zu sein, von meinem Schreibtisch und rufe Vicky an. Es dauert 3 Sekunden, ehe sie rangeht und ihr rundes Gesicht auf dem kleinen Display erscheint. Wusstest du, dass Pinguine monogam leben? Ich ziehe gespielt überrascht die Brauen nach oben. Tatsächlich? Das ist ja interessant. Und das Pärchen wechselt sich mit dem Ausbrüten der Eier ab? Fährt Vicky fort, meinen Sarkasmus absichtlich ignorierend. Meine Freundin steht auf alles, was mit der Natur und deren Bewohnern zu tun hat.
Mindestens einmal die Woche schleppt sie mich in den städtischen Erlebnisgarten, der wohlgemerkt am anderen Ende der Stadt liegt, und hält mir von am besten gleich nach der letzten Lehreinheit los, damit wir genügend Zeit haben. Hast du dich eigentlich schon auf Mathe vorbereitet? Bei Vickys Standardfrage stöhne ich gequält auf. Mathematik gehört zu den Dingen, auf die ich sehr gut verzichten könnte. Was meine Eltern allerdings ganz leicht hätten verhindern können, wenn sie den Genmanagern aufgetragen hätten, meinem Hirn ein bisschen mehr Grips hinzuzufügen. Oder wenigstens mehr als die Standardmenge. Nein, aber das hatte ich eben vor. Bediene ich mich einer kleinen Notlüge und erhebe mich schnell wieder von meiner Matratze, um an meinen großen Schreibtisch zu gehen. Warte mal, überlegt Vicky laut. Hast du nicht mich angerufen? Ja, Leute, und ich bin jetzt wieder auf dem Weg von Halle 2 in die Halle 5 zurück, weil da die Miriam Rademacher eine Lesung hat von ihren Krimis. Die Autorin von Benji Levy, Sternensand Verlag, schreibt ja auch noch für den Carpathia Verlag und da schreibt sie eben Krimis. Und da, auf dem Weg bin ich jetzt wieder zurück. Mal schauen, ob sie noch liest, wenn ich ankomme. Ja, die liebe Miriam Rademacher liest noch. Vor dem Altar, die im wirklichen Leben Juna Porter hieß und den einzigen Friseursalon im Ort betrieb und stritt mit Balthasar, alias Jacob Gregory, um ein blaues Seidentuch, das dieser als Turban, Juna aber als Stola verwenden wollte. Gleich mehrere Hirten und Schafe planten ihren nächsten Herrenabend, während einer von ihnen geistesabwesend Mary Had a Little Lamb auf der Gitarre zupfte. Jasper beschloss, die Diskussion über ein passendes Hirteninstrument auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, zumal ihn jetzt jemand von hinten auf die Schulter tippte. Er fuhr herum und sah sich seinem Organisten Clifford gegenüber, der einige Noten unter dem Arm geklemmt bei sich trug und ihn unsicher ansah. »Hallo Clifford, was gibt's?« Clifford St. Clair, ein rundlicher Mann mit ebenso rundem Gesicht, akkurat gescheiteltem Resthaar und einer Vorliebe für einfarbige Polunder, stand starr da und wich Jaspers Blick aus, als er leise sagte, »Ich wage ja kaum zu fragen. Bei all dem Trubel hier hast du gewiss genug um die Ohren. Aber könnte ich dich kurz sprechen? Vielleicht nach deiner Probe? Es geht um die Tombola, die wir beim Gemeindefest hatten. Es ist mir wichtig.« Obwohl der Mann leise gesprochen hatte, hatte Jasper sein Anliegen verstanden. »Natürlich, Clifford, Tombola, Gemeindefest. Klingt für mich, als wäre das schon eine Ewigkeit her. Dabei war das erst Anfang Oktober. Und eine Ewigkeit wirst du wohl auch auf unser Gespräch warten müssen, denn das hier kann sich noch hinziehen.« Jasper machte eine allumfassende Geste, um Clifford zu verdeutlichen, wovon er sprach. Dem Organisten war anzusehen, dass er bereits begriffen hatte. Der Lautstärkepegel war im Gotteshaus inzwischen weiter angestiegen. Clifford lächelte den Pfarrer mitleidig an und sagte, »Das macht gar nichts. Ich muss sowieso noch rauf zur Orgel und ein paar Dinge für den morgigen Adventsgottesdienst vorbereiten. Wir sprechen dann später miteinander.« »Fein«, antwortete Jasper, »wenn du hinaufgehst, dann wirf mal kurz die Orgel an und hau so richtig kräftig in die Tasten, ja? So bekomme ich vielleicht kurzfristig Ruhe in den Haufen.« »Klar, mache ich gern«, erwiderte sein Organist, durchschritt die Kirche, erklomm eine schmale Holztreppe und war kurz darauf aus Jaspers Blickfeld verschwunden. Eine lange, quälende Minute später donnerten die ersten Takte von Beethovens Fünfter durch das Kirchenschiff. Wie erwartet trat sofort verblüfftes Schweigen ein und alle Blicke wandten sich den Orgelpfeifen auf der Empore zu. Balthasar, alias Jacob Gregory, nutzte die Gunst des Augenblicks und brachte das Seidentuch in seine Gewalt. Jasper ergriff das Wort. »Leute, so geht das nicht.«
Wenn wir nicht ein bisschen Ordnung in die Proben bringen, werden wir niemals bis zum Gemeindefest fertig. Gemeindefest? Fragte einer der Hirten und zupfte an seiner Gitarre. Wieso Gemeindefest? Ich dachte, hier geht es um das Weihnachtsfest. Weihnachtsfest meine ich auch natürlich. Clifford hat mich durcheinander gebracht mit seinem Gerede von der Tombola. Aber das tut jetzt nichts zur Sache, das kläre ich später. Jetzt ist erstmal das Weihnachtsfest dran. Und dafür ist es zwingend notwendig, dass alles auf mein Kommando hört. Zuerst werden Josef und Maria... Eine rasche Folge von Orgeltönen unterbrach Jaspers Monolog. Irritiert wandte auch er sich den großen Orgelpfeifen hoch auf der Empore über dem Eingang zu. Die Orgel spielte weiter und weiter. Dann brach das Spiel ab. Clifford! Schrie Jasper. Denn auch wenn es vom Kirchraum aus nicht möglich war, den Organisten hinter der Orgel zu sehen, hören konnte man einander, wenn man nur laut genug sprach. Muss das jetzt wirklich sein? Entschuldigung, ist schon vorbei. Jasper grummelte etwas, das niemand außer ihm selbst verstehen sollte, und wandte sich wieder seinem Ensemble zu. Alle sahen ihn erwartungsvoll an. Jasper sprach weiter, solange er noch ihre ungeteilte Aufmerksamkeit hatte. Bildet Gruppen und geht eure Texte durch, aber leise. Für kurze Zeit arbeiteten alle harmonisch an der Darstellung der Heiligen Nacht. Doch dann brach ausgerechnet Norma einen Streit über das Bühnenbild vom Zaun, eine Diskussion, an der sich jeder der Anwesenden beteiligte, woraufhin Jasper die Probe für beendet erklärte und alle aufforderte, den Kirchraum in einen bitte ordentlichen Zustand zu versetzen, bevor sie sich auf den Heimweg machten. Winkend verließen sie endlich die Kirche und es kehrte wieder Ruhe und Frieden ein. Es wurde so ruhig, dass Jasper Clifford oben auf dem Orgelboden fast vergessen hätte. Die Finger schon auf dem Lichtschalter rief er hinauf. Clifford! Komm mit rüber zu mir, wir besprechen das, was du auf dem Herzen hast, am Kaminfeuer. Meine Haushälterin macht uns sicher einen heißen Grog. Die Antwort war Schweigen. Unwillig stapfte Jasper zu der schmalen Holztreppe und stieg die ersten Stufen hinauf. Clifford, es ist schon spät. Mach Schluss da oben und lass uns zusammen einen Grog trinken. Wieder keine Antwort. Jasper stieg höher und befand sich bald in dem Raum hinter den Orgelpfeifen. Hier war der Platz des Organisten, hier häuften sich Notenhefte und manch anderer Krempel. Der Raum war fensterlos und dunkel, doch die Lampe über den Tasten des Instruments strahlte hell und ließ das Elfenbein schimmern. Jasper sah, dass der Platz vor der Orgel verlassen war, doch vor dem leeren Stuhl lag etwas auf dem Boden, etwas, das Jasper entfernt an ein biblisches Motiv erinnerte. Jemand schien unter einer schweren Last zusammengebrochen zu sein. Eine böse Vorahnung befiel Jasper und sie sollte sich als richtig erweisen. Ein Blick auf den verwüsteten Scheitel des niedergestreckten Organisten und in seine erstarrten Gesichtszüge machten deutlich, dass hier ein Mensch den Tod gefunden hatte. Und auf dem Toten lag noch immer sein Mörder. Es war das tiefe D. Jasper sprang auf Clifford zu, wobei er vermied, die Orgelpfeife zu berühren, griff nach dem Handgelenk und tastete nach dem Puls. Er fand keinen, tastete erneut und schloss für einen Moment die Augen, um nicht in die weit offenen des anderen blicken zu müssen. Seine Bemühungen waren sinnlos und er wusste es. Einen Moment lang hockte Jasper noch wie innerlich erstarrt vor der Leiche seines Organisten. Dann richtete er sich auf und seine Füße setzten sich wie von selbst in Bewegung. Wie er die Treppe heruntergekommen war, wusste er später nicht mehr zu sagen. Auch der Weg bis zur Kirchentür blieb ihm nicht im Gedächtnis. Erst als er draußen stand und die nasse Kälte des Dezemberabends ihn frösteln ließ, war er wieder ganz Herr seines Handelns. Und er fand, dass sein Unterbewusstsein und seine Füße ihre Sache gut gemacht hatten. Denn vor ihm erstrahlten in der Dunkelheit die hell erleuchteten Fenster des Gemeindehauses. Dort würde er die Hilfe finden, die er jetzt so dringend brauchte. So schnell er konnte,
rannte Jasper über den Kirchplatz. Das Pfarrhaus, der Ort, an dem es ein Telefon gegeben hätte, interessierte ihn nicht. Das, was er suchte, war dort hinter den erleuchteten Fenstern. Dort wurde an diesem Samstagabend Salsa getanzt. Und das war auch der Hauptgrund gewesen, die Probe in den Kirchraum zu verlegen. Schon vor der Tür hörte Jasper die hektischen Rhythmen und Gelächter. Man amüsierte sich prächtig und Jasper war nicht gekommen, um jemanden den Spaß zu verderben. Aber er würde den Tänzern ihren Lehrer entführen müssen. Seinen besten Freund und den einzigen Detektiv im ganzen Dorf, Colin Duffett. Colin, der als Tanzlehrer im Ruhestand hierher nach Mittelengland gekommen war, hatte der Tanz hier wieder eingeholt. Zum Detektiv hatte ihn das Schicksal gemacht, das ihm in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Mordopfern beschert hatte. Und jetzt war es wieder einmal soweit. Sein Freund musste ermitteln. Ja, und damit lernen wir jetzt eigentlich den Hauptermittler Colin Duffett erst kennen. Der Colin hat durch seine Jahre auf dem Tanzparkett eine gewisse Gabe weiterentwickelt, die er wahrscheinlich von vornherein hatte. Er hat angefangen, in den Bewegungen seiner Schüler zu lesen. Nicht nur, oh, da gehe ich jetzt lieber nicht hin, die sind sowieso schon gestresst, sondern er fing wirklich an, Rückschlüsse auf ihren Charakter ziehen zu können. Und das hat ihm bei den bisherigen Mordermittlungen auch gut geholfen. Nun, im nächsten Abschnitt werden wir es mit allen dreien Ermittlern zu tun haben. Mit Norma, der Krankenschwester, mit Jasper, dem Pfarrer, den wir schon kennen, und mit Colin, dem Tanzlehrer, der eigentlichen Hauptperson der Krimireihe. Es kommt übrigens aus dem Kapitel Here is Christmas. Alle Kapitel haben Weihnachtslieder als Titel. Auf ihrem Spaziergang durch das Dorf kam Colin noch zwei weitere Male ins Rutschen, was Jasper eine ironische Bemerkung über Tanzlehrer und Balance im Allgemeinen entlockte, die Colin ignorierte. Nach einer knappen Viertelstunde entdeckte Colin am Wegesrand Norma, die im Vorgarten eines blassgelb gestrichenen Bungalows stand und fror. Normas kleine Gestalt war von Kopf bis Fuß in einen unförmigen dunkelroten Sack gehüllt, den sie zweifellos selbst gestrickt hatte. Auf dem Kopf trug sie einen grell-orangen Samtklumpen spazieren, den ein gütiges Herz als Hund bezeichnet hätte. »Da seid ihr ja endlich«, rief sie zur Begrüßung und wedelte dabei mit einem Schlüssel. »Nehmen wir meinen oder deinen?«, fragte sie an Jasper gewandt. »Deinen, da du ihn schon parat hast«, antwortete der Pfarrer und schritt den Gartenweg entlang. Ihm folgend rief Colin, »Kurze Zwischenfrage, ihr beide habt einen eigenen Schlüssel zu Cliffords Haus?« »Wieso das denn?« »Wart ihr so gut mit ihm befreundet, dass er euch Hausschlüssel anvertraute?« Norma grinste ihn an und hakte sich bei ihm ein, während sie Jasper folgten, woraufhin Colin erneut ins Schlingern geriet. »Fast jeder im Dorf hatte einen Schlüssel zu Cliffords Haus. Clifford hat sie verteilt, an jeden, der ihm vertrauenswürdig erschien, nach ihm oder seinem Haus zu sehen, falls es einmal nötig sein sollte. Und in Cliffords Augen waren wir alle im Ort vertrauenswürdig. Wir waren seine Nachbarn und seine Freunde. Selbst denjenigen von uns, die genervt von seiner Anhänglichkeit stets versuchten, ihm aus dem Weg zu gehen, traute er nur Gutes zu. In der Tat, ein gutgläubiger Mann, stellte Colin fest. Das war er. Tritt dir die Schuhe ab, bevor du reingehst. Clifford war zudem auch ein sehr ordentlicher Mensch.« Mit diesen Worten schloss Norma ihn auf und betrat als Erste einen weiß gefliesten Flur. Fein säuberlich hingen Jacken für jede Jahreszeit an den Wandhaken gegenüber eines großen Garderobenspiegels, der mit Tannengrün aus Plastik und Zuckerstangen dekoriert war. »Ich nehme mir das Schlafzimmer vor. Norma übernimmt die Küche«, verkündete Jasper. »Du, Colin, kannst mit der Suche im Wohnzimmer beginnen.« »Und wonach genau suche ich?«, fragte Colin nach. »Woher soll ich das wissen? Such nach irgendwas, das uns weiterbringen könnte. Ein Drohbrief wäre schön. Am liebsten mit Absender. Aber man darf nicht zu viel erwarten. Lasst uns keine Zeit verlieren. Auch die Polizei hat einen Schlüssel zu diesem Haus. Falls sie also noch nicht hier gewesen ist, wird sie bald eintrudeln. Und ich wäre dem Ermittler gern eine Nasenlänge voraus.« Colin sah Jasper dabei zu, wie der zielsicher die Schlafzimmertür ansteuerte und dahinter verschwand.
Im Gegensatz zu seinen Freunden, die zweifellos schon einmal hier gewesen waren, kannte Colin sich im Haus des Organisten nicht aus. Er wählte probehalber eine der geschlossenen Türen, öffnete sie und stellte fest, dass er instinktiv richtig entschieden hatte. Das Wohnzimmer des verstorbenen Clifford St. Clair wurde von einer wuchtigen Ledergarnitur in dunkelbraun dominiert. Auf dem Fliesenboden hatte jemand orientalische Teppichböden im rechten Winkel zueinander angeordnet und in hohen Regalen standen Lexika in Reih und Glied. Eine Verandatür, die auf eine Terrasse führte, tauchte die Wohnlandschaft in blasses Tageslicht. Colin fand es bei Clifford recht gemütlich und nahezu penibel aufgeräumt. Kein Staubkorn lag auf den Krippenfiguren oder auf dem Kaminsims. Was er hier zu finden hoffte, wusste er selbst nicht. Er folgte seinem Gefühl und stieß auch rasch auf ein Bündel Postkarten, die neben dem Kamin in einem Regal lehnten. Aber es handelte sich nur um langweilige Weihnachtsgrüße. Dann öffnete er die Fächer einer Schrankwand und stieß als erstes auf eine gut ausgestattete Bar. Ihm wurde bewusst, dass Clifford seine Besitztümer praktisch und logisch angeordnet hatte. Das konnte hilfreich sein. Das muss auch mal sein. Wo konnte sich hier etwas befinden, was ihm bei der Suche nach seinem Mörder eine Hilfe sein konnte? Colin blieb an einer leeren Blumenvase hängen und er griff instinktiv hinein. Zufrieden zog er einen Schlüsselbund heraus, doch bei näherer Betrachtung hatten alle Schlüssel exakt den gleichen Bart. Zweifellos hatte er Cliffords Vorrat an Hausschlüsseln aufgespürt, mit denen dieser so großzügig gewesen war. Jetzt glitt sein Blick über die weiß getünchten Wände, die reich mit Bildern behängt waren, Landschaftsmotive, farblich gewöhnungsbedürftig, aber durchaus ansprechend auf Leinwand gebannt, fanden sich überall. Häufig zeigten die Bilder eine verfallene Farm auf einem Hügel. Die Signatur des Künstlers am rechten unteren Bildrand verriet Colin, dass Clifford selbst der Erschaffer dieser Werke war. Der Organist hat in seiner Freizeit offensichtlich gern gemalt. Da bemerkte er auf dem gefliesten Couchtisch zwischen den Ledersesseln ein hübsches Kästchen. Es stand gleich neben einem weihnachtlichen Kerzengesteck und erregte seine Aufmerksamkeit. Das würfelförmige Objekt schien aus verschiedenen Holzarten zusammengesetzt worden zu sein. Colin nahm es in die Hände und strich über die glatte Oberfläche. Kein Scharnier, kein Schlitz und auch kein Schloss wiesen darauf hin, dass der Würfel zum Öffnen gedacht war. Trotzdem hatte Colin das sichere Gefühl, dass es sich um eine Art Schatulle handeln musste, vielleicht für Zigaretten oder sogar für Notizen. Zentimeter für Zentimeter erkundete er den seltsamen Gegenstand, versuchte es mit Drehen, Ziehen, Drücken, doch der Würfel rührte sich nicht. Faszinierend, nicht wahr? Rief Jasper, der gerade hereinkam und sich in einen Sessel setzte. Es ist ein Taschentresor. Wenn man nicht weiß, wie er zu öffnen ist, kann man Stunden damit zubringen, den Mechanismus zu knacken. Colin setzte sich Jasper gegenüber, sank tief in die weichen Polster und versuchte, die einzelnen Holzelemente gegeneinander zu schieben. Nichts tat sich. Als er aufsah, bemerkte er, dass Jasper seine Bemühungen genau verfolgte. Wir sind uns also einig, dass dieser Tresor vermutlich das vielversprechendste Objekt im ganzen Wohnzimmer ist, fragte Colin. Ich an Cliffords Stelle hätte ihn für wichtige Gegenstände benutzt. Das Ding könnte einen USB-Stick mit privaten Informationen enthalten, die uns auf die richtige Spur bringen. Aber Jasper schüttelte den Kopf. Das ist mehr als unwahrscheinlich. Warum? Weil Clifford auch nicht wusste, wie man den Würfel öffnet. Er hat ihn auf der Tombola beim Gemeindefest gewonnen. Wir haben ein wenig Trödel im Dorf gesammelt und hinterher mit Hilfe der Tombola wieder unter die Leute gebracht. Alle hatten Spaß und von den Einnahmen konnte ich die Heizung in der Kirche reparieren. Ich erinnere mich an das seltsame Ding. Ich selbst habe Clifford seinen Gewinn überreicht. Der Würfel schien mir Kleingeld zu enthalten. Colin stutzte und sah Jasper überrascht an. Kleingeld, wie kommst du darauf? Weil es daran geklappert hat, wie im Sparschwein meiner Haushälterin. Aber der Würfel klappert jetzt gar nicht, stellte Colin fest und fragte sich,
was Jasper am Sparschwein seiner Haushälterin verloren hatte. Stattdessen schüttelte er den Tresor zur Bekräftigung seiner Worte leicht hin und her. »Hörst du?« »Ich höre nichts«, stellte Jasper fest. »Eben«, erwiderte Colin. »Nun, dann hat Clifford den Mechanismus wohl irgendwann doch entdeckt und das Kleingeld rausgenommen. Ich weiß allerdings nicht, wie uns das...« Jasper verstummte mitten im Satz und legte die Stirn in Denkerfalten. Dann wiederholte er ein einziges Wort. »Tombola.« Colin sah seinen Freund fragend an. Doch statt einer Antwort sprang Jasper auf die Füße, warf theatralisch die Arme in die Luft. »Tombola, wie konnte ich das vergessen?« Norma kam aus der Küche gerannt und sah zwischen Jasper und Colin hin und her. »Haben wir eine Spur?«, fragte sie aufgeregt. »Das weiß ich nicht. Unser Pfarrer spricht neuerdings in Rätseln«, erwiderte Colin und lehnte sich im Sessel zurück. »Nun mach schon, Jasper. Verrate uns, was du mehr weißt als wir.« »Es hat was mit der Tombola zu tun. Ich weiß nicht was, aber die Tombola ist von Bedeutung. Clifford hat's mir selbst gesagt«, rief Jasper und schlug sich mit der Faust in die Handfläche. »Endlich ist es mir wieder eingefallen. Clifford kam während der Krippenspielprobe zu mir. Er wollte später noch mit mir unter vier Augen sprechen, über die Tombola, wie er sagte. Doch dazu kam es nicht mehr, weil er ermordet wurde«, stellte Norma fest und klatschte begeistert in ihre kleinen Hände. Colin fand nicht, dass ein Mord Anlass zu freudigem Händeklatschen war, aber er fühlte, dass Jasper möglicherweise wirklich ein entscheidendes Puzzleteil wiederentdeckt hat. Colin rieb sich die Augen und versuchte, sich zu konzentrieren. Trotz des verschlafenen Vormittags war er müde. »Wer hat gehört, wie Clifford dich um dieses Gespräch gebeten hat? Hielt sich jemand in Hörweite auf?« »Alle haben es gehört«, sagte Norma und ließ die Hände sinken. Sie sah plötzlich sehr enttäuscht aus. Und zwar deshalb, weil Jasper es ausgeplappert hat. Er verwechselte im Anschluss an sein Gespräch mit Clifford bei seiner Ansprache an die Darsteller Weihnachtsfest und Gemeindefest und entschuldigte sich im nächsten Satz damit, dass Clifford ihn völlig rausgebracht hätte. »Was für ein Idiot man sein kann«, rief Jasper und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Ich habe den Mörder erst drauf gebracht, dass Clifford mir etwas anvertrauen wollte.« »Aber das konntest du nicht ahnen«, versuchte Norma ihn zu trösten. Und danach schlich sich der Mörder auf den Orgelboden, griff sich den erstbesten harten Gegenstand und sorgte dafür, dass ein vertrauliches Gespräch mit dir niemals stattfinden würde, schlussfolgerte Colin. Ja, da findet sich also schon so eins zum anderen, und wer mehr über die Geschichte hören will und auch noch erfahren möchte, inwieweit eine Künstlerkommune aus den 90er Jahren im Zusammenhang mit diesem Weihnachtsfall steht, der sollte das Buch dann ganz lesen. Das Buch und ich, das finden Sie gleich auf der anderen Seite am Signiertisch. Ich freue mich auf Fragen, Gespräche und auf Sie. Schönen Tag noch auf der Buchmesse. Ja, und wie soll es auch anders sein? Ich bin gerade auf dem Weg von Halle 5 zurück in Halle 2 zu Nicole Schumacher. Ich hoffe, ich erwische die gute Frau noch. Diese Messe ist ganz schön groß. Das eine, wir haben gerade mal eine Trübenlesung, jetzt wieder zurück von Halle 5 in Halle 2 zum Sternensand-Verlag. Ganz schön gehitzt. Ja, Nicole Schumacher ist da und ist gerade am Signieren. Und guckt euch mal dieses Cosplay an. Erkennt ihr sie? Ah, cool. Ich bin jetzt langsam echt abgekämpft, ohne Witz. Ja. Von Halle 5 von Miriam Rademachers Lesung jetzt gerade hierher zu Nicole Schumacher. Ah. Und das Buch, das holen wir uns jetzt. Und dann geht's da zur Kasse. Und dann hierher.
50 Minuten. So Leute, ich bin jetzt angekommen beim wundervollen Stensand Verlag und hier sitzt vor mir die Nicole Schumacher und die darf mir jetzt in ihr schönes Buch da signieren. Unbedingt. Für Gerd, ja. Für Gerd, ja. So, jetzt sind wir mal wieder in der Halle 3, der Drömer Knauer. Und ja, leider Gottes müssen wir uns jetzt verabschieden. Ja, aber ja Gott, wir sehen uns ja eh demnächst schon wieder, oder? Regensburg, oder? Ja, Regensburg. Ja, da demnächst, ist es. Demnächst, also ja, in 2-3 Monaten. In 2-3 Monaten. Ja, das weiß-blaue Booktuber-Treffen in Regensburg und ich hoffe, dass ich diesmal die meine Pechsträhne abreißt und ich da endlich mal kommen kann. Ja, ja, Kind's gut heim. Ciao, Gerd. Ja, kriegst einen donnerschönen Gruß aus. Mal den. Bring sie gut heim. Nur dann. Ja, die Mädels haben es nicht verdient. Hey, schönen Gruß euch zwei. Ja. Jo, der liebe Sebastian Fitzek ist gerade noch beim Signieren. Das Ende ist aber absehbar, glaube ich. Oder auch nicht, denn da geht die Schlange noch ein bisschen raus. Wir wissen ja, Sebastian Fitzek hat beim Signieren eine unglaubliche Kondition. Und jetzt schauen wir uns mal, also hier ist das Ende der Schlange. Schauen wir mal, also der Anfang, wohin die Schlange geht, wie weit. Oh Gott, also hier, da ist ein bisschen Platz. Und hier ist tatsächlich das Ende der Fitzek-Schlange. Wahnsinn. Also, ja, wobei, es hält sich in Grenzen. Ich habe schon eine weit längere Fitzek-Schlange um die Uhrzeit gesehen. Von dem her, die Leser noch Glück. Oh mein Gott, sag dir das mal. Ich bin jetzt voll auf mit dem Emo, mit Cat. Ja, warum habe ich das heute noch nicht gesehen? Ich bin jetzt voll auf mit dem Emo. Ich bin jetzt voll auf mit dem Emo. Ich bin jetzt voll auf mit dem Emo.
Schon Hammer, hä? Katniss Everdeen in ihrem Brautkleid mit Effie trinken. Ich bin jetzt gerade bei der Leseinsel Fantastik 2 und hier hat gleich die Lisa Grimm ihre Lesung. Das bin ich! Yay! Yeah. Und hier steht auch noch ihre Protagonistin. Ein wahnsinnig cooles Cosplay. Wie fühlt man sich so auch plötzlich so im Real mit seiner Protagonistin zu gegenüber zu stehen? Ich fange zu weinen. Was ist los mit dir, Mann? Ich komme da nicht drauf, klar, guck mal, ich zitter voll. Ich zitter einfach beide. Du solltest ab und zu mal atmen, regelmäßig. Tief durchatmen. Die Bewegung eines Schattens sollte sich aufregen. Sonst fühlt er eben. Wie viel Arbeit macht sowas eigentlich? Kommt drauf an, wie perfektionistisch man ist. Ja, das sieht halt also, krass aus. Bei mir sind einige Dinge dann wieder in den Mülleimer gewandelt, weil ich damit nicht zufrieden war, weil es nicht gepasst hat. Also insgesamt immer Daumen knapp 100 Stunden bis jetzt. What? Habt ihr das gehört? 100 Stunden? Ja. Also ich habe die einmal gemacht und dann war sie zu klein, deswegen musste ich sie nochmal komplett weg. Und die Federn hier oben habe ich erst alle einzeln gemacht und es hat mir dann nicht gefallen, es war dann zu groß. Deswegen habe ich das auch nochmal neu machen müssen oder wollen. Also der innere Perfektionist hat zugeschlagen. Cool, aber es hat sich gelohnt, definitiv. Danke. Die Helden von Midgard von Lisa Grimm aka Jennifer Jäger. Und weil die Lisa ja hier ganz aufgelöst neben mir steht, lasse ich sie jetzt auch noch signieren. Hallo. Na klar. Hallo. Ja, Sandra, hast du es auch noch hierher geschafft? Ja, ja. Freue mich. Ganz, ganz wichtig, wenn die Lisa hier liest. Ja. Sein Magen knurrte. Eine Mahlzeit wäre wohl auch nicht zu viel verlangt. So kurz vor seinem Ziel sank sein Mut. Dabei hatte er sich schon in viel schlimmeren Situationen befunden. Wie oft hatte er seinem Feind gegenübergestanden, mit letzter Kraft den tödlichen Schlag ausgeführt? Wie oft hatte er Verletzungen davon getragen, die ihn in Fieber und Wahn versetzten? Der Regen jedoch schien übler als alles. Er ging unablässig hinab, drang in die Kleidung, in die Haut, tropfte von Haarsträhnen auf Nasenspitzen und im Nacken. Und er konnte sich gut vorstellen, dass mancher Geist hier oben im Norden schon wegen des Regens gestorben war. Ödnis sah so grau aus, wie der Himmel über diesem trostlosen Land spricht. Alles war grau. Die Wolken, das Meer, auf dem er in kleinen Fischerbooten hierher gereist war. Die Kleidung der Menschen, von denen er gerade mal eine Handvoll getroffen hatte. Sie saßen bestimmt in ihren Karten am warmen Feuer, einen duftenden Fischeintopf vor der Nase. Sein Magen knurrte schon wieder und er fluchte, während seine Stiefel im Matsch des Weges versanken.
Womöglich war es aber auch gar nicht das Wetter, das ihn so sehr quälte. Womöglich war es der Gedanke, dass er den weiten Weg ganz umsonst gekommen war und niemals finden würde, wonach er suchte. Sein rechter Stiefel blieb mit einem laut schmatzenden Geräusch stecken. So ein verdammter! Er hielt immer, als er meinte, etwas gehört zu haben. Eine Stimme, ebenfalls fluchend. Ein Echo konnte es unmöglich sein. Er war von Wald und Wiesen umgeben, nicht von den felsigen Höhen der Berge. Er schob die Kapuze ein wenig aus dem Gesicht. Das Fluchen erklang erneut, direkt vor ihm. Aber da waren nur der Fluss, an dessen Ufer er sich seinen matschigen Weg entlang gekämpft hatte, und die Steinbrücke, die er ansteuerte. Vorsichtig stapfte er weiter, die Augen offen haltend. Das abschüssige Ufer war rutschig, kaum eine Böschung bot Halt. Der Fluss war genährt vom Regen und ruste gegen Meer. Durch das Rauschen des Wassers hörte er wieder ein Fluchen. Erst als er die Brücke erreichte, erkannte er die kleine Gestalt, die halb im Wasser stand und mit einem langen Stock herumfuchtelte. »Hey, du da unten, brauchst du Hilfe?« rief er und blinzelte gegen die Regentropfen an, die ihm an den Wimpern klebten und ihm die Sicht verschleierten. Die Gestalt wandte sich erschrocken um. Auch sie trug einen Umhang mit Kapuze, die tief über die Augen hing. Genervt zog sie den Wollstoff nach hinten, um ihn ansehen zu können. Ihr schwarzes Haar hatte sich in feuchten Strähnen aus ihrem Zopf gelöst. Das Gesicht war blass und vor Anstrengung verkniffen. »Ja, ich könnte deine Hilfe gebrauchen«, rief sie ihm zu, um das Tosen des Wassers zu übertönen. »Aber gib Acht, die Erde ist aufgeweicht und rutschig.« Er zog die Kapuze ganz zurück, damit seine Sicht nicht eingeschränkt wurde, und legte sein Bündel auf der Brücke ab, bevor er sich vorsichtig zum Ufer vorarbeitete, Schritt für Schritt, den Boden unter seinen Füßen nicht aus den Augen lassen. Als er nur noch zwei Schritte von der Gestalt entfernt war, sah er sie an. Ob Mädchen oder Frau, konnte er unter den nassen Strähnen des schwarzen Haares kaum erkennen. Ihrer Wortwahl, beim Fluchen nachzuurteilen, stammte sie aus dem Dorf. Sie stand bis zu den Oberschenkeln im Wasser. Anstelle eines Kleides, dessen Röcke sie behindert hätten, trug sie Hosen wie ein Junge. Sie hatte gewartet, bis er bei ihr war. Jetzt streckte sie ihre Hand nach ihm aus. »Hier, halt mich fest!« »Was hast du vor?«, fragte er nach, bewegte sich aber bereits einen Schritt auf sie zu. Sie deutete mit einem Nicken auf ein Gebüsch, das einige Meter weiter ebenfalls vom Wasser bedeckt war. »Siehst du den Korb? Er ist mir in der Strömung abhanden gekommen und ich komme allein nicht dran. Halt mich fest, dann kann ich es schaffen, ohne von der Strömung mitgerissen zu werden.« Er hatte kein gutes Gefühl dabei. »Das könnte für uns beide ziemlich gefährlich werden. Nur wenn du mich nicht festhältst oder abrutschst, traust du dir die Aufgabe nicht zu?« Sie lachte ihn schalkhaft an und etwas blitzte in ihren hellblauen Augen auf. Er grinste. »Stets zu Diensten, hohe Dame.« Er fasste nach ihrer Hand, die zwar schmal und zart wirkte, jedoch seinen Griff mit erstaunlicher Stärke erwiderte. »Lass mich bloß nicht los! Ich gebe mein Bestes!« Sie nickte ihm zu, atmete tief ein, um sich zu sammeln, und fixierte den Korb, der sich in den Ästen des Gebüschs verfangen hatte. Sie ging einen Schritt in dessen Richtung, versicherte sich eines sicheren Standes und streckte die Hand mit dem langen Stab aus, an dessen Ende sich ein Haken befand. Mit diesem versuchte sie, den Henkel zu erreichen. »Bärendreck, ich komme nicht dran!« Sie drückte seine Hand entschlossen fester. »Noch ein Schritt!« Er suchte am Boden nach sicherem Halt und machte einen Schritt vorwärts. Sie tastete sich weiter voran und streckte sich nach dem Korb. Ein Schweißtropfen löste sich in seinem Nacken und rann seinen Rücken hinunter. Der Inhalt des Korbes musste verdammt kostbar sein, wenn das Mädel sogar sein Leben aufs Spiel setzte, um ihn zu erreichen. Er spürte, wie ihre Hand durch Regen und Schweiß in der Seinen rutschiger wurde. »Ich kann dich nicht mehr halten.« »Doch, einen Moment!« Ein letztes Mal reckte sie sich und dann endlich erwischte sie mit dem Haken den Bügel des geflochtenen Korbes. »Na endlich!« rief sie triumphierend und zog ihn durch das Wasser zu ihnen. In diesem Moment rutschte er auf. Die Erde unter seinem rechten Stiefel gab nach. Er verlor das Gleichgewicht und das Mädel mit ihm. Doch er ließ es nicht los und landete auf den Knien. Die Erde war feucht und glitschig. Doch er schaffte es, das Mädchen durch das Wasser an sich heranzuziehen, bis er es mit beiden Händen packen konnte. Mit aller Kraft zog er die Kleine aus dem Wasser und verlor erneut das Gleichgewicht. Nebeneinander landeten sie im Matsch, sie auf dem Rücken und er seitlich, sodass ein stechender Schmerz durch seine Schulter schoss. Er presste die Kiefer aufeinander und gab einen knurrenden Laut von sich. »Oh nein, bist du verletzt?« Ihre Stimme war voll aufrichtiger Sorge. »Jetzt ist der Korb doch verloren«, lenkte er ab.
Sie blitzte ihn triumphierend an. Nein, ist er nicht. Mit dem Zeigefinger deutete sie auf eine Stelle 5 Schritte weiter. Ich habe ihn dorthin geschleudert, als wir beide gefallen sind. Aber leider habe ich meine Stange verloren. Sie treibt jetzt flussabwärts. Vorsichtig richtete er sich auf. Es fühlte sich an, als hätte jemand ein Messer an seine Schulter gewammt. Tatsächlich, der Korb lag dort. Was hast du darin versteckt? Gold? Edelsteine? Natürlich nicht. Ich habe mit dem Korb Krebse gefangen. Krebse? Er sah sie fassungslos an, während er seine Schulter abtastete. Wir wären fast wegen Krebsen ertrunken. Ach was, wir waren kaum im Wasser. Sie lachte auf und setzte sich hin. Vater wird sich freuen. Er liebt Krebse. Mit Butter und Pilzen sind sie ein wahrer Genuss. Sein Magen knurrte. Gut, dann verlange ich die Hälfte seiner Portion. Immerhin habe ich deine Tochter gerettet. Sie schüttelte den Kopf und kleine Wassertropfen lösten sich aus ihrem rabenschwarzen Haar. Vermutlich wird er dich eher vor die Tür scheuchen. Nun war es an ihm zu lachen. Wie heißt du, Kleine? Elaine, und ich bin nicht klein. Ihre Worte ließen ihn ernst werden. Er hatte mit einigem gerechnet, als er diese Reise antrat. Ganz bestimmt aber nicht damit, die Tochter des Königs von Korbenik aus einem Fluss zu ziehen, während sie wie ein Fischweib fluchte. Er beobachtete, wie sie aufstand und versuchte, sich den Matsch von den Beinen zu klopfen. Ihr Mantel war verdreckt und nass. Sie nahm ihn von ihren Schultern und schüttelte ihn aus. Elaine war ziemlich groß, wie er nun erkannte. Ein junger weiblicher Körper zeichnete sich unter den Hosenbeinen und dem nassen, dreckigen Hemd ab. Sie sammelte die feuchten Strähnen ihres Haares und band sie im Nacken zu einem Knoten. Dann stemmte sie die Hände in die Hüften und sah ihn herausfordernd an. Willst du mir nicht deinen Namen nennen, edler Retter? Ihre Stimme klang erneut schallkraft und er musste grinsen. Langsam stand er auf, hielt sich dabei jedoch die verletzte Schulter. Er beugte das Haupt. Galahad. Wolltest du zur Festung? Er nickte. Gut, da wollte ich auch hin. Komm! Elaine deutete mit dem Kopf in die Richtung, in der Korbenik lag. Wenn du Glück hast, darfst du dich am Feuer in der Halle wärmen und eine warme Mahlzeit zu dir nehmen. Aber erwarte nicht zu viel, der Hausherr kann sehr kiescremig sein. Sie schien es nicht für nötig zu halten, ihn darauf hinzuweisen, dass der Hausherr und König über diese Ländereien ihr Vater war. Elaine ergriff ihren Korb und kontrollierte den Inhalt. Zufrieden nickte sie und wartete dann darauf, dass Galahad ihr folgte. Auf der Brücke sammelte er sein Bündel ein und versuchte es sich über die linke Schulter zu werfen. Doch seine rechte schmerzte trotzdem. Dein Gepäck sieht schwer aus, was trägst du da mit dir? Wollte Elaine wissen, während sie sein Bündel musterte. Meine Harfe, ich bin Bade. Sie betrachtete ihn von Kopf bis Fuß. Du siehst gar nicht aus wie ein Bade. Galahad zog amüsiert die Augenbrauen in die Höhe. Ach, hast du schon viele Baden hier oben gesehen? Nicht viele, gab Elaine zu. Aber die sich hierher verirrten, waren meist sehr gepflegt und alt. Verzeihung, dass ich deinen Ansprüchen nicht genüge, scherzte Galahad und richtete seinen Blick wieder auf den Weg. Ich habe eine lange Reise hinter mir und lange kein Bad gesehen. Aber wenn es dich beruhigt, ich bin älter, als ich aussehe. Sie kicherte, was sehr mädchenhaft wirkte, und kehrte ihm den Rücken zu. Wird es denn gehen oder soll ich dein Bündel für dich tragen? Fragte sie über die Schulter, während sie losging. Diesmal lag kein Schalk in ihrer Stimme, daher meinte sie es wohl ernst. Aber ein Mädchen sein Gepäck tragen zu lassen, würde er selbst dann nicht dulden, wenn er ohne Beine durch Britannien schlurfte. Daher folgte er ihr nun und biss die Zähne zusammen. Zeig mir einfach den Weg, Kleine. Er hätte sie nicht so ansprechen sollen. Er wusste, wer sie war. Doch ihr Verhalten amüsierte ihn zu sehr und je länger sie Förmlichkeiten vermieden, desto länger konnte sie ihn erheitern. Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm um, so abrupt, dass er fast aufgelaufen wäre. Überrascht blieb er stehen. Da du über einen Kopf größer als ich bist, darfst du mich wohl Kleine nennen, meinte sie hoheitsvoll. Du solltest dir doch auf Widerworte gefasst sein, alter Mann. Er presste fest die Lippen aufeinander, um nicht laut loszulassen. Wir miteinander geredet hatten. Die Jahrzehnte, in denen Kara ihn ignoriert hatte. Es war eine harte Zeit für sie beide gewesen, denn eigentlich liebte sie ihren Bruder mehr als alle anderen Asen. Es hatte lange gedauert, bis sie ihm halbwegs verziehen hatte. Sie spürte, dass er mit sich kämpfte. Das war seine Gelegenheit, diesen Fehler wieder gut zu machen. Gelegentlich sah sie ihn an. Tyr war der Gott des Kampfes und hatte schon vielen Menschen den Weg ins Heldentum bereitet. Es war der Webstuhl der Schicksalsgöttinnen, der den Göttern sagte, welcher Mensch ein Held werden würde.
Kara wusste nicht, wie das Schicksal festlegte, wer diesen schwierigen Weg zu gehen hatte. Aber sobald ein Mensch vom Webstuhl als Held auserkoren worden war, tat Tür alles, um das Schicksal zu unterstützen. Nun hoffte Kara, dass Tür Erik den Weg ins Heldentum zeigen würde, damit ihre Liebe eine unsterbliche Zukunft hatte. Du weißt, dass das so nicht funktioniert. Mitleid lag in seiner Stimme. In diesem Dorf wird ein Held auftauchen und wir zwei sind diejenigen, die diesen Held finden und begleiten sollen. Ich im Leben und du im Tod. Dieser Erik lenkt dich zu sehr von deiner eigentlichen Aufgabe ab. Aber was ist, wenn er der prophezeite Held ist? Sie konnte ihren Frust nicht verbergen. Ihr Puls beschleunigte sich. Alte Wunden rissen auf. Ich könnte es nicht ertragen, wenn dieser Ahn an Valhalls Tafeln speist. Es liegt nicht an uns, wiederholte Tür. Wir werden denjenigen begleiten, der sich auf dem Schlachtfeld als Held offenbart. Kara fluchte. Sie stand auf, holte einen weiteren Krug Met aus einem massiven Goldschrank und füllte den Kelch nach. Sie trank in gierigen Zügen. Der Alkohol hatte keine berauschende Wirkung auf sie, aber sie genoss die Wärme, die sich dank der Flüssigkeit in ihrem Körper ausbreitete. Mehr denn je wünschte sie sich, betrunken werden zu können. Eigentlich dürfte sie noch nicht einmal an der Seite der Menschen auf dem Schlachtfeld stehen. Tür sah Kara mitleidig an. Wenn Vater das erfährt, wird er nicht gerade begeistert sein. Wut kochte in Kara hoch. Sie stellte das Getränk ab und funkelte Tür an. Das klingt beinahe so, als wolltest du mich erpressen. Du weißt, dass du mit solchen Methoden keinen Erfolg haben wirst. Tür erhob sich und schüttelte beschwichtigend den Kopf. Ich möchte dich nicht erpressen. Aber ich will, dass du vorsichtiger bist und unser Ziel nicht aus den Augen verlierst. Wir müssen den Helden des Dorfes finden. Er legte eine Hand auf ihren Kopf und mit einem Mal fühlte Kara sich unglaublich klein, wie sie das hasste. Du bist meine kleine Schwester und ich will nicht, dass dir etwas wehtut, dass dir jemand wehtut. Sie wünschte, dass dieser Satz ihre Wut auflöste. Stattdessen befeuerte er sie nur noch mehr. Ich kann allein auf mich aufpassen. Sie trat einen Schritt zurück und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Nun geh bitte, morgen wartet viel Arbeit auf uns. Ja, die Arbeit, die auf Kara und Erik wartet, spielt zur Wikingerzeit. Das heißt, Die Götter von Asgard war ein Roman, der in der heutigen Zeit spielt, mit Rey, einer Studentin. Die Helden von Midgard spielt in der Vergangenheit. Und die Recherche dazu war ziemlich spannend und aufwendig. Und ich habe dabei sehr interessante Sachen herausgefunden, die ich auch ins Buch eingebaut habe, die ich jetzt aber nicht alle erzählen möchte, weil ein paar kleine Spoiler dabei sind. Ich werfe jetzt unauffällig auffällig einen Blick auf die Uhr. Okay, ich hätte noch zwei Szenen, ich kann aber nur noch eine davon lesen. Jetzt ist die Frage. Wollt ihr es blutig oder wollt ihr Loki und Tür nackt in der Badewanne? Badewanne! Badewanne. Ich nehme es jetzt mal als Badewanne. Ja. Dann trinke ich noch mal vorher einen Schluck. Lustige Anekdote zu dieser Szene. Wer die Götter von Asgard gelesen hat, kennt auch Rey, die Protagonistin. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass ich Rey und Kara shippe. Ich shippe meine zwei Figuren, die nicht zusammengekommen sind. Es gibt Fanfictions dazu, von mir geschrieben, zu meinem Buch. Das ist ziemlich absurd. Diese Szene ist auch eine Szene, die ich geschrieben habe, weil ich mir dachte, boah, ich würde voll gerne Tür und Loki mal in die Badewanne stecken. Und dann habe ich die Szene geschrieben und habe festgestellt, eigentlich haben die auch einen echt guten Grund, gemeinsam in der Badewanne zu sitzen. Also finde ich jetzt persönlich... Das Lektorat hat nicht Nein gesagt. Ich hoffe, es besteht jetzt auch den Lesetest. Heißer Dampf stieg von der Quelle auf. Die Nebelschwaden verflüchtigten sich, je höher sie stiegen, und gaben den Blick auf das Unwetter frei. Ein gleißender Blitz durchzog die Decke. Die Wände deuteten eine weite Ebene an, die von Regen und Wind gebeutelt wurde. Mit einem wohligen Seufzen ließ Tür sich tiefer in das Becken sinken. Das Wasser umschmeichelte seinen Körper und er spürte, wie seine verkrampften Muskeln sich langsam lockerten. Der gemalte Sturm, der um ihn tobte, beruhigte seinen Geist. Als er bei der Erbauung des Bades diesen Auftrag erteilt hatte, hatte Kara nur den Kopf geschüttelt.
Er wusste, dass sie eine ruhige Umgebung vorzog. Aber er benötigte das Chaos um sich herum, damit sein Innerstes Ruhe fand. Seine Gedanken, die eben noch um die Menschen kreisten, fanden Ruhe in einem Wolkenwirbel direkt über ihm. Er hatte einen groben Fehler begangen, als er Erik nicht sofort als Held akzeptiert hatte. Aber das war die richtige Reaktion gewesen. All die Walküren, die sich bisher in Sterbliche verliebt hatten, waren enttäuscht worden. Er hatte zu viele von ihnen mit gebrochenen Herzen gesehen und er wollte nicht, dass ausgerechnet Kara zu ihnen gehörte. Es ärgerte ihn, dass er den Beginn ihrer Beziehung nicht einmal richtig mitbekommen hatte. Still und leise hatten sie sich einander angenähert und plötzlich hatte Tür die Zuneigung in ihren Augen gesehen. Darf ich mich zu dir gesellen? Die samtweiche Stimme ließ Tür genervt seufzen. Er sah zum Eingang und begrüßte Loki mit hochgezogenen Augenbrauen. Was tust du, wenn ich Nein sage? Dich ignorieren? Loki zuckte mit den Schultern und begann damit, seine Kleidung abzustreifen. Wir haben etwas Wichtiges zu bereden. Tür hatte es geahnt. Seit sie sich kannten, nutzte Loki gerne den Dunst des heißen Badewassers, um Geheimnisse auszutauschen. Möglicherweise fühlte sich der Sohn der Eisriesen in der Hitze sicher vor seiner frostigen Vergangenheit. Geräuschlos glitt Loki ins Wasser und bahnte sich einen Weg zur Tür. Das Wasser flog träge an ihnen vorbei, aber das leise Plätschern vermochte es nicht mehr, Tyrs Anspannung zu vertreiben. Was wird passieren? Das war die naheliegendste Frage, die Tür dem Gott der Listigkeit stellen konnte. Wenn Loki auf den Plan trat, betraf es in den meisten Fällen die Zukunft. Sein kantiges Gesicht versuchte sich zu einem suffisanten Lächeln. Deine Frage ehrt mich. Aber ich bin keine Schicksalsschwester. Auch wenn mir ihre Gewandung sicher ausgezeichnet stehen würde. Tür schwieg. Wenn Loki scherzte, war noch mehr Vorsicht als sonst geboten. Loki rutschte so nah an ihn heran, dass Tür einen Wassertropfen sehen konnte, der sich in Lokis dunklen Wimpern verfangen hatte. Seine Augen leuchteten in unterschiedlichen Farben. Eines braun, das andere grün. Tür war diese Nähe nicht neu, aber wie immer unangenehm. Wobei, sie verhüllt ja alles. Das ist zwar oft sehr praktisch, aber in vielen Fällen das genaue Gegenteil. Loki lehnte sich zurück und breitete die Arme auf dem Rand des künstlichen Flusses aus. Weshalb bist du hier? Tür wollte das Gespräch beschleunigen, auch wenn er wusste, dass sein Drängen bei Loki vergebens war. Loki würde die Unterhaltung in dem Tempo führen, das er für angebracht hielt. Wie immer. Brauche ich denn für alles einen Grund? Ich wollte mich einfach nur etwas entspannen und mir gefällt deine Dekoration ausgesprochen gut. Du lügst. Tür seufzte. Er hoffte, dass Lokis Besuch nichts mit Erik zu tun hatte. Wenn er sich in diese Angelegenheit einmischte, konnte es noch unangenehmer werden. Du hast mich durchschaut. Erneut grinste Loki. Ich bin hier, weil ich mit dir über das neue Gesetz diskutieren wollte. Es überrascht mich ehrlich gesagt nicht wirklich, dass Odin so schnell aufgegeben hat. Aber es wundert mich, dass alle anderen so tun, als hätte es jemals die Möglichkeit gegeben, dass er sich Frigg widersetzt. Tür wurde hellhörig. Neues Gesetz? Oh, du hast noch nichts davon gehört? Loki fuhr mit einer Hand durch das Wasser, folgte mit dem Blick den Wasserwirbeln. Nein, habe ich nicht, sagte Tür. Er versuchte Ruhe zu bewahren und ballte die Hände unter der Wasseroberfläche zu Fäusten. Lokis Blick entging das nicht. Er grinste. Nun, es ist verboten, mit Menschen Liebschaften zu pflegen. Jeder, der sich diesem Gesetz widersetzt, wird unwiderruflich nach Hehl verbannt. Die Erkenntnis sickerte langsam in Tyrs Verstand. Kalte Finger wühlten sich durch seine Eingeweide. Wann ist dieses Gesetz in Kraft getreten? Er bemühte sich um einen ruhigen Tonfall, aber ihm war klar, dass Loki ihn durchschaute. Noch vor einigen Tagen, antwortete Loki und zuckte mit den Schultern. Ich dachte, dass du es wissen solltest. Ich danke dir. Für einen kurzen Moment fragte Tyr sich, weshalb Loki sich in diese Angelegenheit einmischte. Doch die Sorge über Kara überwog das Misstrauen. Du solltest verhindern, dass Erik zum Helden wird, fuhr Loki fort und betrachtete seine Fingernägel. Ansonsten wird Odin herausfinden, dass Kara diese Regel gebrochen hat und sie wird nach Hel verbannt. Woher weißt du von Erik? Tür erhob sich, sodass sein Oberkörper das Wasser verließ. Er stand vor Loki, die Muskeln angespannt. Loki ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und hob die Augenbrauen. Es ist meine Aufgabe, Dinge zu wissen. Er zuckte mit den Schultern. Und es ist meine Aufgabe, euch Aßen vor euch selbst zu schützen.
Daher mein gut gemeinter Rat, wenn Erik im Hehl steckt, kann er sie nicht verraten. Tür dachte an das Feuer in Eriks Augen, daran, wie leidenschaftlich sie über ihn gesprochen hatte. Er erinnerte sich an das, was Erik zu ihm gesagt hatte. Er wird sie nicht verraten, sagte Tür. Er war sich dessen sicher, aber Loki schüttelte den Kopf, als hätte er soeben etwas unglaublich Dummes gehört. Nicht absichtlich, nein, erwiderte er. Aber du weißt doch, wie es läuft. Einige Nächte in Valhall und er wird damit angeben, dass er mit einer Walküre geschlafen hat. Dann wird die liebe Kara ihre verbleibenden Jahrhunderte mit den Toten von Hel verbringen. Es sei denn, sie erlöst sich vorher selbst und wird zu Staub. Tür spürt Übelkeit in sich aufsteigen. Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Fragte er. Oh, trauen kannst du mir keineswegs. Loki erhob sich ebenfalls und bewegte sich langsam auf den Rand des Badeflusses zu. Mit einer geschmeidigen Bewegung verließ er das Wasser. Während er sich ankleidete, mühte Tür sich um Geduld. Jede Bewegung Lokis machte ihn nervöser. Er wusste, dass noch etwas kommen würde. Bevor Loki den Raum verließ, blieb er im Türrahmen stehen. Der Dampf umhüllte seine Silhouette. Aber die Wahrheit sage ich trotzdem. Und wenn du Hilfe brauchst, du weißt, wo du mich findest. Ja, ob Loki seinen Plan durchzieht und Erik nach Hel verbannt wird oder ob Kara und Erik ein glückliches Ende haben, kann ich leider nicht verraten. Aber ich glaube, eine Frage kann ich noch beantworten, weil es wurde gerade eine 5-Minuten-Tafel hochgehalten. Und ich kann 5 Minuten über eine Frage reden. Wirklich. Traut sich jemand? Nein? Okay. Dann signiere ich jetzt noch, ich glaube, da drüben. Ich habe auch Buttons dabei. Die sind cool. Vielen Dank, dass ihr da wart. So, Leute. Zum Schluss stelle ich mich jetzt mal nochmal in die Schlange von der Jenny, Jennifer Jäger oder Lisa Grimm. Ja, und lass mir ein Buch von ihr signieren. Ich habe das Feeling, der Schlange nochmal zu sehen. Nee, leider hat vorhin ein paar Zeit mehr gehabt. Und ich war ja so in Hetze, wisst ihr. Deswegen stellen wir uns eben jetzt mal hier an. Und, ja, sie genießt es, glaube ich, ganz schön, es zu signieren und so. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Jenny, falls du das siehst. So, sind wir gleich an der Reihe. Wir können uns unser Buch von der Jenny, Lisa Grimm, signieren lassen. Kramen wir mal aus der Olga. So, war auch an der Reihe. Ja. Ja. Darf ich für dich signieren? Ja. Für mich. Ich habe es zwar schon als E-Book, aber das E-Book, das kannst du so schlecht signieren. Ich habe schon E-Reader signiert heute. Ja, gut, den hätte ich auch dabei von dem her. Ja. Aber signiert dir auch gerne das Buch, wenn du noch eins bekommen hast. Ja. So viel waren nicht mehr da, von dem her. Und bei euch am Stand, da bin ich nicht mehr rausgekommen. Die sind so weit oben gewesen. Dankeschön. Viel Spaß. Wir sehen uns in München. Ja, ich denke, auf jeden Fall. Tschüss. Hallo. So, bin ganz zum Schluss jetzt immer noch beim Stand Verlag. Ja. Wird noch so Massensignierung aufgerufen, solange die Autorinnen noch da sind. Ja. So Leute, die Messe neigt sich dem Ende zu. Hier wird es auch schon immer leerer. Und auch hier an meinen geliebten Sternensand-Verlag
wird's immer weniger. So. Ja, jetzt werde ich mich dann auf den Weg machen, langsam. Ja, und das hier die Hallen mal hinter mir lassen und mich aufmachen Richtung Pressezentrum. Schön war's. So. Ach, ja. Und weg ist er. Der stellt in seinen Verlag. Und jetzt hilft alles nichts. Wir machen uns auf den Weg zurück. Straßenbahnen nicht mehr ganz so voll und ich komme ganz chillt